Hallo, heute drehe ich euch ein Video zu diesen Nägeln, den Dip Dye oder Ombre Nails. Und wenn ihr sehen wollt, wie das geht, dann bleibt gerne dran, dann zeige ich euch das jetzt. So, als erstes suchen wir uns alle Sachen zusammen, die wir brauchen. Als erstes ein kleines Schälchen oder was auch immer, worin ihr die Farben mischen könnt. Ein kleines Schwämmchen zum Auftragen und dann die Farben, die ihr wollt. Ich habe mich für die zwei Farben entschieden. Die passen, finde ich, ziemlich gut in den Frühling, der jetzt hoffentlich mal bald kommt. Und dann noch zum Schluss den Klarlack. So, und dann fangen wir an. Als erstes tragt ihr auf eurer Hand den normalen Lack auf, den ihr unten haben wollt. Das habe ich jetzt schon gemacht. Dann nehmt ihr euch das kleine Schälchen und packt dann beide Farben da rein. So. Und die andere auch. So, dann nehmt ihr das Schwämmchen und packt das in die Farbe rein. Dann nehmt ihr euren Nagel und macht es da drauf. Könnt es ein bisschen tupfen oder verwischen. Und dann sieht das Ganze so aus. So, dann müsst ihr bei jedem Nagel wahrscheinlich das nochmal neu machen, weil das sonst nicht reicht. So, wenn bei euch ein bisschen was drüber gekommen ist, ist das gar nicht schlimm. Dann nehmt ihr einfach einen Q-Tip, macht das dann einfach mit ein bisschen Nagellackentferner weg. Und dann war es das auch schon. So, zum Schluss dann einfach noch ein bisschen Klarlack. Und dann seid ihr auch schon fertig. You can be the peanut butter to my jelly. You can be the butterflies I feel.